Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück bei Victoria mit Österreich. Zwischen den Episoden habe ich noch ein wenig herumgeschaut, habe ein paar kleine gekauft, ein paar Railroads habe ich, also ein paar Eisenbahnstrecken habe ich erweitert, noch umgestellt, was die Fabriken betrifft. Haben hier jetzt unsere fünf Electrics Industries, die Telefone produzieren. Das heißt, wir können bei den einzelnen Verwaltungen jetzt auf Telefon langsam. Was uns noch mehr Administrationspunkte tja, egal. Was ich nicht gemacht habe, was aber vielleicht wäre, ist, wir werden Universitäten auch erweitern. Hier in Prag werden wir auch ein wenig erweitern. Warum nicht? Ich glaube, technologisch sind wir jetzt nicht weit hier. Okay. Wo war ich? Ah ja. Ja. Wir haben da oben eine Revolution, in die wir eingreifen. Oder wenn wir gleich im Krieg sein. Aber der wird nur kurz sein. Interessanterweise ist Russland auch in den Krieg eingestiegen. Und wir haben eine Wahl gehabt. Yay. Und die Bürgerlichen, die Aristokraten haben wir gewonnen. Wir haben hier, und ich fürchte, es wird jetzt langsam nicht mehr vermeiden lassen, wir haben schon eine 36-prozentige Radikalität von Enact Cultural Inclusion. Wirklich hoher Support. Über 50% der Leute mögen das. Ja, okay, da brauchen wir uns nicht wirklich drum. Und das passiert eh von alleine alles, da haben wir schon alles hingeschickt. Nein, seid ihr wahnsinnig? Kein Öl von uns kaufen, wir haben viel zu wenig Öl. Wir haben alles Öl, was wir haben bei unserem Markt. Ah, derzeit ist es günstig, weil wir einen Haufen Ölrigs gemacht haben, aber wir haben das eh schon auf volle Wäsche nur für unseren Markt eingestellt. Wir importieren, ändern ganz, ganz kleine Mengen nur. Und diese Länder importieren von uns 500? Oh, kann ich die embargoen? Ich würde ganz gerne ein Embargo auf sie stellen. Das sind eh meine Rivals. 225 kostet. Das ist teuer. Oh, 37% Radikalität schon. Nicht gut. Ich fürchte, das müssen wir irgendwann mal machen jetzt. Okay. Haltet ihr davon, wenn wir die ja dann noch einnehmen? Nichts haltet ihr davon. Was, wenn ich euch raushaue? Wird nichts besser. Okay. Möglich, dass sie das durchsetzt. So, Laws of Government or Movement Support. Racial Segregation würde funktionieren, aber die möchten das halt nicht.
Das wird einfach nicht gehen. Die Aristokraten dagegen. Ich meine, die Aristokraten sind nur noch minus 2. Ihre. Nee, jetzt schon alles, oder? Dieses so. Warte mal, Breach. Sub jetzt. Aber die hätten wir ja gar nicht. Ah, Cultural Exclusion. Aber jetzt schon versuchen. Ah, das würde. Doch, das würde sie radikalisieren von. Wenn ich ihn nicht reingebe, ich könnte das trotzdem machen. Interessant. Ah, weil es ein Movement ist, deswegen. Großartig. So, warte mal. Okay, rein theoretisch könnte ich das machen, weil ich ein Movement habe. Ist halt wahrscheinlich. In Act 12, Chance every 180 days. Töten dann die letzten loyalen Typen auch radikal werden. Okay, probieren wir das mal aus. Weil es ein Movement ist, haben wir tatsächlich eine 52%ige Chance, dass es gelingt. Und wir lassen aber die Aristokraten an der Macht. Okay, gut. Damit hätten wir The Math of Hungary auch gelöst, nehme ich mal an. Was soll's? Wir wollen keine Revolution und zu einer Revolution würde das kommen, wenn wir das nicht machen würden. Ja, klar, unsere Influence ist dadurch gleich wieder runter, weil uns die Aristokraten jetzt hassen. Sogar unhappy plus 5. Unsere Steuern sind auch niedriger dadurch. Na super. Ja, ist okay. Wir werden damit leben.
hören. Oh. Auch unsere Bürokratie. Oh mein. Wie weit sind wir da? 19 Jahre noch. Yay. Noch 19 und auch 19 Jahre. Okay, irgendwas war jetzt. Was hat der Herr geschrieben? Das ist nur irgendwas fertig geworden, was zum Schreiben war. Naja. Egal. Die gröbsten Probleme im Land lösen. Gröbsten Revolutionsprobleme, sagen wir mal. Die Art of Fence. People have been complaining about the difference in living standard between us and our neighbors in Saxony. Echt jetzt? This is simply an example of global economic inequality. Das stärkt Arbeit. Clearly, they are liars who cheat foreigners out of money. Das will ich aber nicht. It is the way things are, not worth thinking about it. Mehr Radikale in Böhmen. Finde ich gut. Was soll's? Wir werden nicht die Arbeiterschaft stärken und wir werden nicht unsere Beziehungen mit Sachsen verschlechtern. Beides ist keine Option, die erlaubt ist. Wir haben 24 Millionen Radikale im Land. Alles rot. Keine Loyalisten mehr. Ist okay. Wir wissen einfach, wo. Das machen. Eisenbahnen. Wir werden fertig. Weil wir haben noch immer einen wirklich großen Überschuss an Geld. Wir sollten kommen. Ich hätte es nicht gehalten, aber wir haben in Österreich volle Konstruktion. Okay. Ein Krieg gewonnen. Aber zwei Konflikte. Hallo? Da oben auch gleich gewonnen. Alles ist gut. The Admiral has died. Wer denn? Leopold Dollmann, das ist gut. Das war der Typ, der da alles blockiert hat, gell? Ja. Yep.
Dafür sind diese Dinge also gut. Nicht nur um mir zu zeigen, dass die Leute uns nicht mögen, sondern diese Dinge kann man auch dann umsetzen. Auch wenn die Partei nicht mag, die gerade an der Regierung ist. In Österreich wohnen mittlerweile mehr Leute als in Böhmen. So, Zweiten Krieg auch gewonnen. Yes. Alles. Wirklich viel. Raising concerns. Armed forces have expressed their concerns about government decisions clearly favoring the interests of the business. Was? Oh, beide mögen uns. Needs to be addressed. Minus 2 für das oder minus 1 Armed Forces. Warte mal, wo sind wir bei euch? Bei plus 6. Und bei euch sind wir bei plus 9. Boah. Mist. Wenn die kriegen können, das wäre so. Ja, ihr werdet es überleben, Burschen. Minus 4. Ja, nicht so schlimm. Immerhin seid ihr an der Macht, könnte man meinen. Dass ihr das überlebt, wenn ihr ein bisschen Konzessionen machen müsst. Ist jetzt nicht so, dass wir den gesamten, dass wir den Ungarn alles schenken. Die werden eh noch immer keine Fabriken und so Zeug kriegen, hauptsächlich. Der Reichtum bleibt eh bei uns, in unserem Teil des Rechts. Wie wir hier schön und eindrucksvoll sehen. Im österreichischen Teil, naja, wobei, und das ist ungarischer Teil. Und Kroatien auch. Das ist auch ungarischer Teil. Dalmatien und Slowenien, aber ist Österreich mit Westgalizien und Ostgalizien. Und dann Österreich. Der Teil hier war quasi Österreich. Okay, was sind das? Revolutionen. Was ist das? Social States. Konservativ. Orders. String. Ist ja klar, auf welche Seite wir hier sind. So, schauen wir mal, was haben wir da? Wir sind noch immer infamous, aber bald nicht mehr. Es sind nur 20,8. Perfekt. Deshalb. Haben wir von euch ein Dings gekriegt?
Nein, keine Obligation. Yay, Machine Guns. Ah, okay. Machen wir Production. Wieder. Und zwar nicht das Radio. Da drüben machen wir mal Electric. Als erstes machen wir ein paar Productions machen. Was wichtig wäre oder was gut wäre, warte mal, wäre. Was wollten wir jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt wollte. Irgendwas wollte. Na, egal. Schauen wir mal. Warten wir noch ab, das erste. Und dann hören wir auf heute. Wenn man sagt, Success Rate von 55%. Naja. Schauen wir mal, ob es besser wird. Stroll von 3%. Auch etwa 4% fast. Vielleicht sollten wir noch mehr Law Advanced und Cultural Inclusion has attracted to support. Okay, naja, gut. Das nächste Mal sollte es schon gehen. Stroll ist überhaupt noch 5,6% runter. Wieso fragen die nie mich, ob ich ihnen helfen will? Ich will euch genauso helfen für Obligation. Wir haben es gemacht. Schaut. Ich hätte euch nicht zu. Na gut, Herrschaften. Zwischen den Folgen werde ich, glaube ich, noch zwei Construction, zwei oder drei Construction machen. Wir haben Einkommen. Wir müssen es nicht geben. Und ich werde die ganzen wegzoomen. Okay. So. Pause. Electrical Capacitators, das na gut, das schauen wir uns noch an. Diese ganzen Sachen. Gut, was machen wir noch am Schluss? Steam. Kohlekraftwerke bauen. Okay. Wie schon gesagt, meine Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt. Bis dann.